Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rookie Racing Sport. Es ist bereits die 7. Ausgabe. Das heißt, in unserem Ligabetrieb sind wir ganz schön weit vorangeschritten. Von den 10 Läufen haben wir nämlich 8 schon absolviert. Und das sind unsere Programmpunkte. Wir schauen zurück nach Belgien. Dort fand der 8. Lauf in Spa statt. Dort ist eine ganze Menge auf der Strecke passiert und der Sieger stand noch lange nicht fest. Aber auch die Plätze dahinter waren extrem spannend und es wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Das kann ich euch versprechen. Thema Nummer 2. Wir schauen auf Lauf Nummer 9 und diesmal geht es nach Holland, nach Zandvoort. Eine richtig klasse Strecke. Alle Fahrer freuen sich schon auf die nächste Woche, wenn es heißt, in Zandvoort um die Punkte zu fahren. Und Zandvoort ist eine Strecke mit einem klassischen Streckenlayout und hier ist wirklich die Wahl der richtigen Linie noch entscheidend. Und hier gibt es auch verschiedene Linien, die man wählen kann, um trotzdem erfolgreich zu sein. Und Programmpunkt Nummer 3, das Interview von letzter Woche werden wir jetzt final mit Ton euch zeigen. Wir haben es einfach letzten Mittwoch nachgeholt. Die Technik hat sich etwas besser vorbereitet, sodass jetzt vom Interviewer und vom Pat Maas der Ton da ist. Wir freuen uns drauf. Fangen wir mit dem ersten Bericht an. Wir gehen nach Belgien. Spa. Dass Pommes und Waffeln zu Belgien gehören, das weiß fast jeder. Aber dass klasse Rennsport auch dazu gehört, und zwar in unserer Rookie-Liga, das musste der Belgier jetzt von uns neu erfahren. Denn wir sind auf die Rennstrecke gegangen mit 15 Teilnehmern und haben da ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Schaut euch den Bericht an, viel Spaß damit. Das Training ist rum. Wir sehen die Aufstellung, die sich nach dem Qualifying ergeben hat. Auf Platz 1 F0904 mit der schnellsten Runde. Platz 2 Pat Maas 1980. Platz 3 Eve Dog. Platz 4 Fossil HH. Platz 5 Project 69. Platz 6 Halbleck Lars. Platz 7 Samot 1204. Platz 8 Unsichtbar 1977. Platz 9 Mika 8684. Und wir sehen schon, dass die Startampel gleich rumspringt. Das Rennen ist gestartet und es geht los. Der Start erfolgt gut. Bisher sind alle Fahrzeuge gut weggekommen. Sie nähern sich der ersten Rechtskurve. Es wird hart angebremst. An dieser Stelle noch keine Berührungen mit dem Feind. Die erste Kurve scheint gemeistert zu sein. Zumindest sehen wir das hier aus dem Cockpit von Project 69, der sich auf dem Platz 5 befindet. Es geht auf die En Rouge zu. Mit Vollgas wird hier gefahren. Der 5. Gang ausgefahren. In den 6. wird gleich geschaltet. Oder in dem 5. geblieben. Das entscheiden die Fahrer individuell. Hier wird hart über die Curbs gefahren. Schauen wir uns den Start nochmal aus einem anderen Cockpit an. Wir sind bei Effe an Bord. Die Startampel springt von Rot auf Grün und es geht los. Die Traktionskontrolle schaltet er gleich aus. Nach dem Start. Er hat sich die Position 1 gesichert. Biegt als erster in die Rechtskurve ab. Auch hier verläuft der Start problemlos. Er kann das Fahrerfeld hinter sich lassen und man sieht schon im Rückspiegel, wie eine Perlenkette aufgezogen, folgen sie ihm. Es geht auf die En Rouge zu. Er guckt nach links, um sich abzusichern, dass niemand neben ihm ist. Und er wird überholt von Pat Maas 1980. Was ein Überholmanöver. Und hier fährt Effe über die Curbs, kriegt gleich eine Strafe von 10 Sekunden. Wir sind gespannt, wann er sie einlösen wird. Er ist auf jeden Fall noch Vollgas dabei, schaut sich nach hinten um. Er hat wieder die Position 1, konnte durch die Abkürzung quasi sich den Platz wiederholen, muss jetzt allerdings verlangsamen, macht das auch kurz vor der Rechtskurve, geht vom Gas runter, wird natürlich jetzt von den anderen Fahrern überholt. Wir sind gespannt, wie viele Plätze er verlieren wird. Platz 3, Platz 4 und Platz 5. Bocek konnte auch noch überholen, aber er wird gleich wieder an Bocek vorbeifahren. So, jetzt schauen wir uns nochmal den Start von Position 10 an, damit wir einfach einen guten Überblick von allen Fahrern bekommen, wie aus ihrer Perspektive der Start erfolgte. Auch hier erfolgt der Start von allen Fahrzeugen problemlos. Sie nähern sich der Rechtskurve, bremsen hart an. Wir schauen mal, was Rakete macht. Und er geht außen vorbei, dann die kleine Berührung mit Unsichtbar 1977, aber alles kein Problem. Ein ganz leichter Schaden ist nur entstanden. Auch hier fahren alle Fahrer mit Vollgas Richtung En Rouge. Und wir schauen mal, wie die Fahrer sich hier sortieren werden.
eine gute Linie gewählt von Rakete. Das wird er wahrscheinlich gleich in Geschwindigkeit umsetzen können. Natürlich, er nähert sich wieder Mika an. Und mal schauen, ob er auf der langen Kemmel gerade an ihm vorbeikommt. Er setzt zum Überholen an und das schaut gut aus. Aber auch er hat sofort einen Verfolger in seinem Getriebe sitzen. Er ordnet sich ein und bremst und bremst und bremst zu spät. Eieiei, was ist nur passiert? Den Bremspunkt verpasst. Gleich kommen kleine Unfälle zustande. Uiuiui, Carambolage. Und wir gucken uns den Unfall gleich nochmal aus der Sicht von VXT Racer an. Hier sieht man die Carambolage. Wir haben extra mal auf Zeitlupe gemacht, damit wir alles genau verfolgen können. Und jetzt kriegt VXT Racer eine mit und kriegt noch eine mit und ist quasi wieder ausgerichtet auf die Fahrbahn und kann mit Vollgas das Rennen weiterfahren. Er nimmt die Rechtskurve, als wäre nichts gewesen. Und vor ihm schert einer aus. Oh, er weicht über der Wiese aus. Wunderbar gemeistert die Situation. Wir springen in die Runde 2 und hier ist eine ganze Menge schon los. Sind wieder bei Effe dabei. Er ist in der Zwischenzeit auf Platz 5. Hier sieht man, dass er kurz vor dem harten Anbremsen die Bremsbalance nochmal geändert hat. Bleibt ganz innen. Und ist auf Position 4. Das ist ein schönes Überholmanöver gewesen. Jetzt geht es in die Rechtskurve und jetzt hat der Fossil HH vor sich. Er schließt so langsam auf ihn auf. Mal sehen, wie lange es dauert, bis er ihn einkassieren kann. Hartes Anbremsen, aber jetzt muss man ganz gefühlvoll mit dem Gaspedal umgehen, um hier den Scheitelpunkt genau zu treffen. Jetzt kann man wieder Vollgas gehen, jetzt wieder ein bisschen verlangsamen, hier schön schneiden über die Curbs. Das haben beide Fahrer ganz hervorragend gemacht. Er setzt an zum Überholen. Hat er die Pace, um an ihm vorbeizukommen? Denn jetzt kommt die Doppel-Links und das ist wirklich nicht einfach, wenn man parallel nebeneinander herfährt. Und er hat es geschafft, ohne dass ein Unfall passiert. Auch danke an Fossil HH, der hier einfach gut mitgespielt hat und die Situation richtig eingeschätzt hat. Wir sind jetzt nochmal im Cockpit von Rakete 27 und schauen uns auch hier die Doppel-Links an. Und hier sieht man schon, hat sich ein heißer Dreikampf auf Position 9 ergeben. VXT Racer und Mika 8684 ist dran beteiligt. Wir sind gespannt, wie das Rennen für die drei hier weitergehen wird, weil man bedenke, wir sind erst in der zweiten Runde, da kann noch viel passieren. Wir sind wieder im Cockpit von VXT Racer. Und da sehen wir, wie er einen schönen Überholvorgang machen kann. Links sieht man mal ganz kurz, wie das Fahrerfeld sich so einsortiert hat, welche Abstände sind. Und hier setzt er schön an. Nein, der kommt doch nicht vorbei. Er hat quasi nur angetäuscht. Vielleicht wollte er auch einfach nur mal sagen, hallo, hier bin ich, pass auf, ich bin ganz nah an dir dran. Und er ist nah an ihm dran, das sieht man hier auf der Innenseite. Wer kann besser rausbeschleunigen? Lassen wir uns überraschen. Jetzt geht es in die Linkskurve. Und oh, ist das dicht. Aber keine Berührung. Ist das ein klasse Rennen, wie die zwei sich hier duellieren. Und jetzt versucht er es innen vorbei, mal sehen, ob er die Pace hat und nicht übers Ziel hinausschießt. Er wird nach außen getragen. Und was passiert? Wir schauen nach links und er wird an dieser Stelle wieder gekontert. Ist das spannend. Und wir sind immer noch in der Runde 3. Wir sehen, Evedoc hat in der Zwischenzeit die schnellste Runde gefahren. Wir sind im Cockpit von Project 69 dabei. Die Fahrerkamera ist ganz kurz ausgefallen. So, wir sind in der Runde 4 und wieder spannend. Mittlerweile hat sich hier ein ganz heißer Zweikampf zwischen Fossil HH und Rakete 27 ergeben. Wahnsinn, was die zwei hier gerade veranstalten. Wir sind gespannt, ob es die nächsten Runden so weitergehen. Und ich korrigiere mich, es ist nicht Fossil HH, sondern Halbleerglas natürlich, den ich hier meine. Oh, geht das hier spannend zu. Wahnsinn. Was passiert auf der Position 4? Nach vorne sieht es relativ unspektakulär aus, was Bojack hier fährt. Und nach hinten nähert sich ein Fahrzeug so langsam. Oh, da sehen wir Spieler nicht verbunden. Fossil HH musste leider das Spiel verlassen. Wir sagen mal professionell wegen einem Motorschaden. In Wahrheit ist es natürlich ein Internetproblem. Wahrscheinlich hat das PS4-Netzwerk wieder mal schlapp gemacht. So, jetzt schauen wir uns hier das Überholmanöver an. Bojack wird nach außen geschubst. Und Samot hat quasi ihn von innen nach außen transportiert. Aber beide Fahrer konnten weiterfahren. Zum Glück ist es nicht viel passiert. Wir sind wieder im Cockpit von Rakete 27 und es ist immer noch dieser Zweikampf mit Halbleerglas. Position 9 und Position 8. Ist das ein Wahnsinn? Die sind mittlerweile seit 8 Runden Stoßstange an Stoßstange unterwegs.
Wir fahren beide die En Rouge hoch, mal sehen, wer hier die bessere Linie fährt, findet, um wieder einen Geschwindigkeitsvorteil zu generieren. Und Rakete kommt sehr gut aus dieser Kurvenkombination raus auf der Camel Grand. Oh, ganz nah, aber sie berühren sich nicht. Mal gespannt, ob er diese überschüssige Geschwindigkeit bis zur nächsten harten Rechtskurve beibehalten kann. Nein, halb leer Glas ist einfach schneller auf der Geraden, bremst sehr spät, hat das Auto gut im Griff und er hat seine Position 8 weiterhin gesichert. So, was passiert bei Effe? Hier geht es ja um die vorderen Plätze. Von Yves Dock sehen wir leider nichts, weil der fährt, glaube ich, ein einsames Rennen. Er ist einfach unangefochten an Nummer 1 in der Zwischenzeit. Und hier sehen wir in der Zeitlupe, Effe versucht mit Gewalt auf der Innenseite vorbeizugehen. Das misslingt ihm. Und hier muss man sagen, Effe hätte vorher auf die Bremse gehen können und dieser Unfall war vermeidbar. Zum Glück können beide weiterfahren. Wir sind immer noch im Cockpit von Effe. Jetzt sind wir wieder auf der langen Kemmelgeraden und mal schauen, ob er mit seiner überschüssigen Geschwindigkeit auch vor der harten Rechts verzögern kann. Und hier sieht man ganz schön, für das harte Anbremsen nimmt er die Bremsbalance nach oben auf 70%. Er lenkt rechts ein und kommt wunderbar vorbei. Zum Glück hat Pat Maas auch wunderbar mitgespielt und hat hier entsprechend vernünftig reagiert und sich überholen lassen. Das ist wirklich ein Kampf auf Messerschneide. Beide fahren am absoluten Limit. Und hier die Rechtskurve. Effe kommt ein bisschen weit raus und Pat Maas kann das sofort ausnutzen. Man sieht schon, wie er von rechts angeflogen kommt und er ist jetzt vorbei. Kann die Linkskurve nehmen und hat sich die Position wieder schön zurückerkämpft. Ist das spannend. Ein Wahnsinnsrennen, was hier in Belgien stattfindet. Wir sind bereits in der 13. Runde, wieder Platz 9 bei Rakete 27 und da sieht man schon, seit fast 13 Runden bekämpfen sich diese zwei Fahrer. Das ist Wahnsinn, was die für Nerven haben müssen. Ja? Einerseits Halbleglas fühlt ihn ständig in seinem Rücken und Rakete hetzt ihn, muss aber natürlich aufpassen, dass er auch nicht zu viele Fahrfehler macht, wenn er zu schnell die Pace nimmt, damit er letztendlich nicht den Anschluss und wie hier den Windschatten verliert. Er kann sich ansaugen im Windschatten, mal sehen, ob er vorbeikommt. Wir sind gespannt, aber nein, Halbleglas hat einfach die höhere Pace. Wahrscheinlich hat er ein anderes Setup gewählt mit dem Flügel. Wir wissen es nicht. So, wir gucken nochmal in Bocek 69 ins Cockpit, was da so passiert. Er ist auf Position 4, nimmt die Rechtskurve. Dann kommt die nächste Rechtskurve, schön angefahren, aber hier kommt er auf die Curbs, wird nach außen getragen, muss ans Kiesbett bzw. neben die Rennstrecke. Zum Glück kriegt er keine Strafe, verliert aber so viel Zeit, dass Samot einfach an ihm vorbeigehen kann. Wir sind wieder bei Effe im Cockpit. Und leider wird hier jetzt keine Runde angezeigt, aber wir müssten so in der 14., 15. Runde ungefähr sein, also kurz vor dem Rennende. Und immer noch ein heißer Kampf zwischen beiden. Wir sehen die Verlangsamung, was passiert. Pat Maas kommt von der Strecke ab, lenkt stark ein, bremst kurz, die Reifen kriegen wieder Grip. Er kommt zurück auf die Strecke und Effe fährt ihm einfach rein. Ja, das ist ein typischer Rennunfall. Das passiert, wenn man auf Messerschneide fährt. Effe guckt sich um, gibt aber kein Vollgas, weil er wartet. Was passiert hier gerade? Ist das nicht super? Sowas kann nur in einer toll funktionierenden Liga passieren. Ja, der eine Fahrer wartet auf den anderen und fährt extra langsam so, dass Pat Maas jetzt wieder ihn überholen kann. Und die beiden nehmen das Rennen quasi wieder von Null auf, obwohl wir in der 15. Runde in der Zwischenzeit sind. Das heißt, der gleiche Kampf haben wir wie die anderen Runden auch wieder. Nur, dass keiner sich einen fahrerischen Vorteil durch die Karambolage erzwungen hat. So, wir sind wieder bei Rakete, 9. Platz wie immer und der x-te Versuch, den er auf der langen Kemmelgeraden übernimmt. Aber er kommt scheinbar wieder nicht vorbei. Nach hinten ist schon lange keiner mehr bei ihm. So, jetzt geht's hart anbremsen, rechts rein und Halbleerglas ist schon wieder besser auf der Bremse gewesen. Wahnsinn, was hier einfach passiert. Dicht an dicht und dass die zwei sich nicht öfters mal berührt haben, grenzt schon wirklich an ein Wunder oder zeigt natürlich die fahrerische Klasse von beiden aus. Und wir sind wahrscheinlich jetzt hier in der letzten Runde. Wir gucken wieder, was Effe macht. Wir sind wieder in der Kemmelgeraden. Er schließt auf, er nutzt den Windschatten aus, kann sich ransaugen, geht links an ihm vorbei. Wir warten ab, ob er hart genug anbremsen kann. Er bremst, lenkt nach rechts ein und er ist vorbei. Wahnsinn ist das. Ich kann es gar nicht glauben, was hier in Belgien alles gerade passiert ist. So, wir sind kurz vor dem Ende des Rennens, letzte Runde, kurz vor Start und Ziel und Effe fährt den zweiten Platz ein. Yves Dock ist souverän Erster geworden. Er hatte eigentlich mit dem ganzen Rennen außer der ersten Situation nach dem Start nichts zu tun. Pat Maas wird Dritter. Wahnsinn, wie die zwei sich hier duelliert haben. Da vorne sieht man Yves Dock. Ja, jetzt fahren sie ganz kurz auf.
dann schauen wir gleich mal auf das Ergebnis, was so passiert ist. Eve Dog Platz 1, F0904 auf Platz 2, Platz 3 Petmas 1980, Platz 4 Samo 1204, Platz 5 Project 69, Platz 6 VXT Racer, Platz 7 Mika 8604, Platz 8 Halbleck Lars, Platz 9 Rakete 27, Platz 10 Moslev, Platz 11 Unsichtbar 1977, Platz 12 Monchi 62 MG, Platz 13 Iceman ASW 28 und auf dem letzten Platz Arcadius X. Einen herzlichen Glückwunsch an das Podium. Hier sieht man nochmal die Gesamtfahrerwertung. Evedog hat sich mittlerweile einen guten Vorsprung herausgefahren, aber auf den anderen Plätzen ist es weiter entspannt. Beachtlich auf den Plätzen 5 und Platz gibt es Doppelungen mit 77 Punkten und Platz 12 auch mit 41 Punkten. Also hier ist noch lange nicht Schluss mit der Spannung. Wir sind auf den 9. Lauf gespannt. Zurück aus Belgien geht es gleich weiter nach Holland. Wie die Strecke aussieht, was die Fahrer erwartet, wir durften eine schnelle Runde mitfahren und wir nutzten die Zeit, um uns etwas näher über Holland-Zandvoort zu informieren, weil auch diese Strecke hat einen gewissen historischen Hintergrund. Zandvoort liegt direkt an der Nordseeküste. Die Strecke wurde 1948 gebaut. Hier fanden Formel-1-Rennen statt, bis die Strecke 1988 aus Lärmschutzgründen verkürzt werden musste. 1998 wurde die Strecke dann wieder erweitert und renoviert. Die Strecke führt mitten durch die Dünen. Heute gastiert hier unter anderem die DTM. Unter vielen Motorradfahrern gilt Zandvoort als gefährlich. Andere wiederum behaupten, Zandvoort sei ein Traumkurs. Fakt ist, es gibt jede Menge Mutecken, die viel Erfahrung verlangen. Vom Streckenverlauf ist Zandvoort sehr interessant. Eingebettet in die Dünenlandschaft der Küste geht es immer wieder über Hügel und Kuppen. Der Grip ist im Allgemeinen gut. Weht ein starker Wind, hat es jedoch sehr oft feinen Sand von den nahegelegenen Dünen auf der Strecke. Man nennt Zandvoort deswegen auch scherzhaft Zandvoort. An einigen Stellen sind recht heftige Bodenwellen vorhanden. Das macht eine sorgfältige und nicht zu harte Abstimmung des Fahrwerks erforderlich. Einige Kurven sind nicht einsehbar und müssen blind genommen werden. Streckenkenntnis ist für schnelle Rundenzeiten unerlässlich. Eine besondere Herausforderung, weil brandgefährlich und Schlüsselstelle ist Bozuit, Kurve Eingang Start Ziel. Aus dieser Kurve muss man möglichst viel Schwung mit auf die langen Geraden nehmen. Was man in dieser Kurve nicht rausholt, wird man am Ende der Geraden bitterlich vermissen. Die Kurve ist tückisch, hat viele Bodenwellen und ist unübersichtlich. Fatal und brandgefährlich ist die Tatsache, dass auf der Außenseite aus Platzgründen keine Auslaufzonen sind, sondern direkt die Reifenstapel warten. Insgesamt ist die Strecke sehr flüssig zu fahren, da keine Bremsschikane wie auf anderen Rennstrecken existieren. Runter von der Rennstrecke, rauf aufs Sofa. So oder so ähnlich kann man den nächsten Bericht umschreiben, wenn es darum geht, wenn wir ein Interview führen. Naja, wir haben es geschafft, letztendlich die Technik so weit sicherzustellen, dass jetzt auch Petmas wirklich was zu sagen hat. Schaut euch das Interview an, was er über die Rookie-Liga denkt und wie er seine Zukunft dort sieht. Hallo Patrick, zum zweiten Versuch des Interviews. Letzte Woche hat ja leider die Tonaufnahme nicht so funktioniert, deswegen holen wir das jetzt an dieser Stelle nach. Natürlich reden wir nicht dann über das vorletzte Rennen, sondern jetzt über das aktuell letzte Rennen, was ja gerade eben zu Ende gegangen ist. Beschreib doch mal aus deiner Sicht, du wurdest ja Zweiter, wenn ich mich richtig... Dritter. Und beschreib doch mal aus deiner Sicht, wie das Rennen so abgelaufen ist, weil du hattest ja einen sehr intensiven Zweikampf auch mit dem Effe, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, also erstmal war ich mit meiner Quali-Zeit recht überrascht, dass ich Zweiter wurde in der Qualifikation. Beim Start bin ich recht gut weggekommen. Dann ist der Yves allerdings auch relativ schnell in der Eau Rouge an mir vorbeigezogen.
Und der Effe ist, wie er mir sagte, ja, in die Outline gekommen und hatte eine 10 Sekunden Zeitstrafe und war dann natürlich erstmal weg und ist dann im Laufe des Rennens auch immer näher gekommen. Und ich habe ihm versucht, auch Abstand zu halten. Aber ja, klar, ist halt ein super Fahrer, ne, und wird dann auch immer schwieriger, je näher er kommt. Man wird dann immer nervöser und ja, irgendwann war er da. Hatten wir zwei, drei kleine Berührungen mal zwischendurch. Aber alles okay soweit. Und in der, ich sag mal, hängenden Doppellinkskurve sind wir beide auf einen grünen Teppich gekommen und haben uns dann ja irgendwie berührt und beide unglücklich rausgedreht. Beide Autos waren beschädigt. Und ich denke mal, wir sind beide ganz zufrieden, dass wir dann noch als Zweiter und Dritter ins Ziel gekommen sind. Okay, ja, hättest du gerechnet damit, dass die Zweikämpfe so intensiv wären, wenn du jetzt mal die letzten 8 Wochen zurückdenkst? Du hast dich in der Rookie-Liga angemeldet und wie jetzt so die Entwicklung ist. Was denkst du darüber? Ja, die Zeiten werden immer besser, denke ich, ne? Das kann man durch die ganze Gruppe durchweg eigentlich so sagen. Ich bin jetzt, sag ich mal, mit meinen letzten beiden Rennen ziemlich zufrieden. Oder letzten drei Rennen kann man schon eigentlich sagen. Vierter und zwei dritte Plätze. Und ja, es macht nach wie vor einen Heiden Spaß. Ja. Ja, wir hatten auch diesmal wieder 15 Leute. Der Jordi hat leider gefehlt, sonst wäre die Lobby wieder mit 16 Fahrern voll gewesen, aber auch 15 Leute super. Und was ich total klasse fand, dass auf allen Positionen es zu zwei oder drei Kämpfen gekommen ist, dass trotz der großen Strecke, ich meine, der Kurs hat über 6 Kilometer, glaube ich, ist der lang. Ich weiß es ehrlich gesagt gar Ich nicht. weiß es auch gar nicht, aber relativ großer Kurs und da wäre ja die Gefahr auf jeden Fall vorhanden, dass das Feld sich ganz schnell auseinanderzieht und jeder so ein einsames Rennen fährt. Und genau das ist es nicht passiert. Und das fand ich halt super, dass wir da eigentlich mehr oder weniger ein geschlossenes Feld waren. Und so wie ich auch das am Endklassement gesehen habe, gab es keine Überrundungen. Und auch das zeugt ja von der Qualität des Fahrerfeldes in der Ja. Zwischenzeit. Nächste Woche geht es nach Holland, nach Zandvoort. Eine richtig klassische Rennstrecke. Sehr anspruchsvoll, glaube ich, auf jeden Fall. Ich bin die zwar schon ein paar Mal gefahren, aber ich finde es immer wieder schwierig, weil doch jede Kurve, sage ich mal, technisch auf sehr hohem Niveau zu fahren ist, damit man halt den notwendigen Schwung mit rausnehmen kann. Ja, ich glaube, die Vorbereitungen beginnen jetzt. Wie sieht so dein Vorbereitungsplan aus für die nächste Woche? Ja, genau. Ich denke, die Vorbereitung beginnt wahrscheinlich ab morgen. Und ja, einige Runden werden wahrscheinlich gefahren werden müssen. Also ich muss die Strecke auch wieder komplett neu kennenlernen. Bin sie zwar schon ein paar Mal gefahren, auch mit dem Audi TT. Aber ja, ist schon eine Weile her. Und ja, das heißt wieder Bremspunkte lernen, gucken, wann gibt man am besten Gas, Strecke kennenlernen. Und dann wollen wir Ja, mal gucken, was es nächste Woche gibt. vor allen Dingen erstmal die Linie wieder kennenlernen. Und damit meine ich nicht die vorgegebene Assetto Corsa Ideallinie, sondern wirklich die schnellste Linie zu finden. Das ist bei der Strecke gar nicht so einfach. Aber macht das Rennen natürlich auch wieder sehr spannend, weil der Kurs deutlich kleiner ist und nicht so viele Vollgasgeraden sind. Das war halt hier schon sehr teilweise angenehm. Man konnte quasi mal durchschnaufen. Auf der anderen Seite, wenn man hier in Spa zu langsam durch die En Rouge oder sowas gefahren ist, hat man sehen können, wie man bis zu einer Sekunde auf der Kemmelgeraden verliert, wenn es ganz dumm läuft. Und Ja. der Hintermann konnte relativ einfach aufholen, ohne das Push-to-Pass zu nutzen. Aus meiner Sicht, ich wurde Fünfter in diesem Rennen. Ich habe das Push-to-Pass auch wirklich häufiger benutzt, um einfach einen Fahrer abzuwehren und genau auf dieser langen Kemmel geraden, um da wirklich nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, noch 2 Läufe haben wir. Dann ist die Ja. Liga leider schon rum. Ich glaube, jetzt kann man schon sagen, war ein voller Erfolg auf jeden Fall. Die Rookie-Liga geht weiter. Was wünschst du dir so aus deiner Sicht, wie es weitergehen kann? Ja, auf jeden Fall erstmal, dass es weitergeht. Also auch nochmal ein Kompliment an dein Engagement, was du machst, was du zeigst. Danke. Das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, da spreche ich auch im Namen aller Fahrer. Und ja, du freust dich. Und ja, wie soll es weitergehen? Weiß nicht, Tourenwagen vielleicht oder GT3-Klasse. Ich hoffe, dass möglichst viele Fahrer dabei bleiben, vielleicht noch welche dazukommen.
müssen wir uns vielleicht was überlegen, wie wir dann mit mehreren Rennen ins Rennen gehen. Also ich denke auch, wir machen erstmal eine kleine Sommerpause, so dass man sich mal vom Ligabetrieb erholen kann, werden aber auf jeden Fall regelmäßig Rennen anbieten und dann einfach mal schauen, dass jeder so quasi seine Wünsche äußern kann. Wünscht dir was im Prinzip, was er schon immer mal fahren wollte. Und wir haben ja hier eine relativ große Fahrzeugauswahl auf der PS4 in Assetto Corsa und können da, glaube ich, ganz viele lustige Dinge einfach mal betreiben. Also wegen mir können wir auch gerne beim Audi TT bleiben. Ja, ich finde das Auto auch sehr toll. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten mit diesen zwei Autos, die wir bisher gewählt haben, der Porsche GT4 und der Audi TT, echt eine gute Wahl getroffen, weil sie komplett unterschiedlich zu fahren sind. Und trotzdem kommt es zu spannenden Rennen, auch wenn, sage ich mal, die Power im Audi TT etwas überschaubarer ja ist. Ja, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß, das Auto zu fahren. Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Gut, ich danke dir jetzt für das Interview. Ich gehe davon aus, wir haben die Tonspur jetzt richtig aufgenommen. Und, das hoffe ich auch. Ich freue mich aufs nächste Rennen und sage erstmal noch einen schönen Abend. Vielen Dank und bis demnächst. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao, Mario. Wir sind wieder am Ende. Leider ist die Sendezeit wieder vorbei. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Es waren, glaube ich, eine ganze Menge an interessanten Informationen dabei. Wenn ihr was vermisst, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir sind natürlich für jede Kritik dankbar und offen. Sachlich sollte sie aber schon sein. Wir bedanken uns für das freundliche Zuschauen. Sagen bis zum nächsten Mal. Wer es nicht abwarten kann, der kann doch einfach mittwochs 19.45 Uhr den YouTube-Kanal hier einschalten. Dort sieht er nämlich das Rennen in Holland live und kann mitfiebern. Ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.